Geht es nach der Anzahl der kulturellen Highlights an einem Wochenende in Zwickau, wird der 13. und 14. September höchstwahrscheinlich in die Annalen des Jahres 2014 eingehen. Neben dem Kinderfest Zwickifax am Schwanenteich, dem Tag des offenen Denkmals und der Einweihung des Kornhauses steht an beiden Tagen noch das historische Markttreiben wie zu Schumanns Zeiten auf dem Programm. Bereits zum fünften Mal ist das historische Markttreiben thematisch in der Schumann-Zeit verankert. Wie das Programm der halben Jubiläumsausgabe am 2. Septemberwochenende aussieht, informierte das Kulturamt in dieser Woche. Natürlich, wie jedes Jahr, werden wir uns in die Zeit hineinversetzen des 19. Jahrhunderts. Und ich denke, dass wir die Besucher da auch mitnehmen können und wollen. Es sind wieder viele Handwerke da, die natürlich nicht wie im Mittelalter jetzt große Schmiedeerzeugnisse herstellen, sondern das bisschen diffizilere, was vielleicht auch ganz gut zu Schumann passt, ist wieder die Geigenbaumeisterin, die letztes Jahr das erste Mal da war und die wir sehr gerne wieder nehmen. Das war ein großer Erfolg. Die Leute standen dort Schlange. Wie eine Geige entsteht, sieht man auch nicht aller Tage. Und dieses Jahr wird man zum Beispiel mal nachvollziehen können, wie ein Fass, ein Bierfass, ein altes, also nicht eins aus Metall, früher entstanden ist, wie die Dauben hergestellt worden sind, wie die zusammengespannt werden. Vorgestellt wurde diese alte Handwerkskunst bereits zur Pressekonferenz. Neben verschiedenen Schauobjekten brachte Jürgen Springer zu diesem Zweck sogar seine Werkbank mit ins Rathaus. Mit Fässern aller Art hatte der Kirschberger lange Jahre beruflich zu tun. Ich habe 10 Jahre lang in der Pelzenkeller-Brauerei in Kirschberg gearbeitet. Ich war damals 18 Jahre alt. Und nachdem der letzte Böttcher fort war, wir hatten damals noch die Holzfässer, war es dann so, weil ich praktisch aus dem Holzfach komme, die Schlur und Glaser, dass man an mich herangetreten ist, wenn ein Fass kaputt war, zum Reparieren. Und eigentlich hat es mich auch interessiert, muss ich offen und ehrlich sagen. Was dazulernen ist ja immer gut. Deswegen. So, und jetzt habe ich dann die ganzen Jahre ein bisschen vernachlässigt durch die ganze montage Arbeiterei. Aber dann seit 2012 habe ich mir eigentlich wieder mal die Zeit genommen. Reimst du mir das Werkzeug her, fängst mit dem an, baust du mit der Butterfasse, mit der Butterkiebe, was die einfachen Sachen sind. Diese und andere einfache Sachen demonstriert Jürgen Springer erstmals zum historischen Markttreiben. Die Besucher finden ihn und seine Werkbank auf dem Kornmarkt. Wer sich erstmal für Geschichte interessiert, kann ich dann nämlich die ganze Geschichte der Eichelbrauerei erzählen. Das ist die Kirschberger war vom Aufstieg bis zum Abriss. Dann kennen sie sämtliche Werkzeuge begutachten, wo ich das dann noch erkläre. Dann können sie sagen, wie ich mir ein Bierfass vor Ort zusammenbauen. Das war zu 10, 11 Liter Fass, wird das werden. Also das kann ich dann mehrmals zusammenbauen. Also ich nehme das immer wieder auseinander, mit die Distanz, wie das angepasst wird, geputzt wird. Ja, und ansonsten hier mit historischen Werkzeugen. Ich habe da einfach Kinder was übrig. Ich habe da ein kleines Werkzeug, wo sie mit ein paar Spanne machen können. Also das funktioniert schon. Also wenn ich das alles aufgebaut habe, habe ich ca. um die 200 Teile. Das ist wie ein Böttcherei-Museum. Museal und nostalgisch geht es auch im Domhof oder auf dem Hauptmarkt zu. Gaukler, Akrobaten und Musiker sorgen mit typischen Späßen, Scherzen und Liedern aus der Biedermeierzeit für die richtige Atmosphäre. An Marktständen können handgefertigte Produkte probiert und gekauft werden. Und wir nehmen auch die Kinder mit, um mal zu zeigen, wir haben die Kinder und da wieder wirklich geteilt, die Jungs und die Mädchen damals gespielt, vor 150, 180, 200 Jahren. Und das war doch ganz, ganz anders als heute. Dann würde mich mal interessieren hinterher, das werde ich auch mal abfragen bei den Kleinen, was ihnen besser gefällt. War das damals interessanter oder ist es heute schöner, am Computer zu sitzen? Neben alten Spielen kann man beim historischen Markttreiben erleben, wie zu Schumanns Zeiten fotografiert wurde. Nachdem die Premiere im vergangenen Jahr auf große Resonanz stieß, gibt es diesmal erneut die Möglichkeit, sich in historischer Gewandung vor Biedermeier-Kulisse ablichten zu lassen. Wer vom Schlendern müde geworden ist, kann auf ein nostalgisches Transportmittel umsteigen und die Altstadt mit maximal 4 PS erkunden. Es gibt eine tatsächliche Verbindungsstraße, wenn man so will, die man mit der Postkutsche befahren kann. Das geht dann natürlich bis zum Schloss Osterstein und bis zum Kornhaus. Und insofern ist auch die Postkutsche natürlich etwas sehr Typisches des 19. Jahrhunderts. Denn am Anfang des 19. Jahrhunderts hat es noch nichts anderes gegeben. Da gab es noch nicht einmal die Eisenbahn. Hat ja dann noch ein paar Jahrzehnte doch gedauert. Also insofern wird auch das ganz typisch sein, dass man die Stadt gewissermaßen mal erkunden kann auf Art und Weise Robert Schumanns.
Schumanns Frau Clara steht bei einer szenischen Lesung am Samstag im Mittelpunkt. Anlass ist ihr 195. Geburtstag am 13. September. Das ist nun keine große runde Sache. In 5 Jahren wird das schon ganz anders sein. Da werden wir uns was einfallen lassen. Aber diesmal ist es nur so ein kleines Highlight gewissermaßen, so ein Schmeckerchen. Und die Schriftstellerin aus Zwickau, die Frau Adler, hat sich da ganz speziell etwas einfallen lassen. Die hat einen Monolog geschrieben und den wird sie teilweise nicht in Gänze dort vortragen und wird so in gewissen Szenen da in ihr eigenes Leben zurück sich versetzen. Auch in Kostümen natürlich, sodass das auch fürs Auge etwas ist. Und das Ganze wird dann noch untermalt durch Professor Navrot von der Musikhochschule, der gleichzeitig der Vorsitzende der Robert-Schumann-Gesellschaft ist, der am Flügel mit natürlich zeitgemäßigen und natürlich auch mit Schumann-Stücken das begleiten wird. Die szenische Lesung beginnt um 18 Uhr im Robert-Schumann-Haus. Angesichts der Tatsache, dass der Eintritt, wie bei allen Veranstaltungen am 2. September-Wochenende, frei ist, sichert zeitiges Kommen die besten Plätze.